Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Nicht so viel, keine Ahnung. So, da gibt es aber auf alle Fälle mal Loot. Blutsplitter. So, denk dran, deine Boxen aufzumachen, wenn du sie nicht schon aufgemacht hast. Ach schon, Dings erst. Gleich zum Schmied reinschicken. So. Die Bücher. Gucken, ob noch was. Der Helm ist besser. Ja. Die das Hosen kann ich nicht tun. Besser. Eine andere Frage. Spielst du eigentlich Overwatch gut oder gibt es da manchmal Spiele, wo du da sagst, boah, jetzt geht's nicht mehr? Ich spiele so gut wie gar kein Overwatch. Okay. Nee, aber das liegt einfach da. Also ich spiele gerne Overwatch. Aber das Problem ist, dass alle meine Freunde, also mit denen ich normalerweise Overwatch spielen könnte, das Spiel bedeutend besser können als ich. Okay. Gerade Sascha, also ich weiß nicht, ob du Sascha kennst, von Highscore Heroes, der hat mittlerweile seinen ganzen YouTube-Kanal auf Overwatch umgestellt. Das ist immer so deprimierend, wenn ich da mit dem spiele. Und normalerweise spiele ich, weil Westmark hat wieder den ist wieder Bonus. Bonusgebiet. Ah, und dann die verfluchten Schreine gleich mal. Ja. So. Ups, das war falsch, oder? Ups, das war die falsche Richtung. So schnell. Oh, dachte ich mir. Oh nein, das war auf mich, Blitzerfest. Oh, danke. Das wollte ich auch. So, ja. Alles, was wo Bosse töten müssen, lassen wir erstmal hinten raus, bevor du ein bisschen Level da hast. Immerhin schon Level 3. Zwei Level dadurch bekommen, dass du nicht mal einen Gegner getötet hast. Oh, 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 warte, ganz kurz. Den noch besiegen. Und jetzt habe ich nämlich. Nein. Ja, Gerechtigkeit. So, halber Weg zu Tor bin ich schon. Also jetzt bin ich zumindest schon mal Tor. Was richtig cool ist, dieser Hammerwurf, wenn ich, wenn man im vierten Akt, gibt's ja, wo man da in die Hölle kommt, gibt es ja diese Zeitportale. Ja. Und da sieht man richtig, dass es wirklich ein Hammer ist, den ich da werfe. Ja. So. Ein bisschen Schutz. Ich glaube, wenn ich nochmal sterbe, dann bleibe ich einfach beim Dämonenjäger. Einfach nur, weil ich. Also das Wichtigste, weil solange du Low-Level bist, ist halt das Ausweichen. Hast du, ab welcher Stufe kriegst du das? Salto. Stufe 9. Ja, okay. Ich glaube, das Ziel ist zwar da hinten, aber wenn wir Umwege machen, nehmen wir die. Einfach für die XP. Jo. Gerade hier ist es halt so schön, dass es so schmale Gänge sind. Das heißt, die gehen da eher auf mich dann. Hm. Dann sehe ich es auch wieder. Deine Quest. Okay, gehen wir. Ring des Falken. Ja, natürlich. Ja. Lebst du noch? Das war jetzt aber echt gerade knapp. Ja. Das darfst du aufräumen. Der ist halt auch direkt auf dich gesprungen. Ja.
Komm, den Enden schaffe ich alleine. Ja. Ich guck nur zu. Irgendwann. Oh Mann. Nein, das dauert. Willkommen im Neverland Kindergarten. Naja, ich glaube, jetzt gibt es ja jetzt noch eine Nebenquest, ja. Wir sind hier schon seit Tagen. Ja, das ist das Geile. In den ganzen kleinen Gebäuden gibt es immer Nebenquests. In der Enklave der Überlebenden werdet ihr sicher sein. Schnell, lauft. Ach, das war schon. Das hat sich ja gelohnt, die Quest anzunehmen. Direkt. XP bekommen und gleich noch eine Lootkiste. Achso. Ja, wir können eigentlich hier auch raus teleportieren. Nehmen wir gleich alles, was jetzt Erholung gibt. Einfach nur so zum länger überleben. Ja, Erholung und Zähigkeit. Wie gesagt, das sind die beiden Sachen auch, auf die ich gehe. Weil Erholung und Zähigkeit sind die wichtigen Sachen, wichtigen Attribute bei Hardcore-Charakteren. Es kann halt immer mal sein, dass du eine blöde Situation erwischt. Und immer den Finger auf der Q-Taste. Wir müssen meine Freunde retten. Ja, wir retten deine Freunde gleich, aber erstmal looten wir da die Leichen deiner Freunde. Ja, die sind wichtiger. So. Ich hab's ja auch so mit mir, dass ich ständig vor mir. Das ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Ganz besonders sind ja die was einen zu sich teleportieren. Ja, die sind auf fies. Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Dies ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Deshalb zum Beispiel Loderik würde ich jetzt an der Stelle auch noch nicht machen. Uns vom Joch des Königs zu befreien. Das Problem ist ja auch, dass die sich im Prinzip momentan ja an meine Stufe orientieren. Oh, das war auch wieder knapp. Ein Donnerblitz und... Dummen Fledermäuse. Ich liebe es. So, Stufe 16. So, die haben wir erreicht. Jetzt noch mit dem reden. Danke für eure Hilfe. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Auf dann. Meine Position ist hoffnungslos. Was ich denke, bitte. Ist was hinter dir? Hinter dir. Oh, nicht schon wieder! Naja, schönes Gebiet haben wir da. Deswegen habe ich gesagt, na, zum ersten Gebiet ist jetzt auch nicht so toll. Ich warte wieder auf dich. Ja, mein. Boah, das ist eh schon wieder 21 Uhr, verdammt. Aber wenigstens wird dadurch bewiesen, dass es wirklich ein Hardcore-Charakter ist. Ja. Ja, komm, die leveln wir noch nicht ab. Oh, ich habe einen Ring. Schlechter. Ach,
so lange. Ich trottel, habe ich Season nicht dazu gegeben. Ach, ich habe los, lad weiter. Und wie war das Wetter heute bei dir? Keine Ahnung. Doch, war warm. Ich war ganz kurz nur heute draußen, weil ich zur Mensa gegangen bin, was zu essen und meine Karte aufzuladen. Mhm. Aber ansonsten war ich eigentlich die meiste Zeit zu Hause und habe auch eine Bachelorarbeit geschrieben. Und ein herzliches Willkommen zu an Christian Lüders. Hallo. Der auch gerade im Chat schreibt. Puh, bam. Jetzt sehe ich, jetzt kann ich es wieder lesen. Reaper of Souls. Das ja. Ist das neue Dings, ja, oder? Okay, das neue Dings ist jetzt auch, glaube ich, schon 2 Jahre alt. So gut wie. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Jetzt verbinde dich doch endlich. Genau dann, wenn es das nicht braucht, weißt. Ach, lauf ein bisschen weiter. Ah, du bist online. Erstmal wieder den löschen. Und die Gegner sind wieder stärker geworden. Nee, da freust du dich. Ein Verbündeter schließt sich dem Kreuzzug an, aber die Stärke unserer Feinde nimmt. Du solltest jetzt gerade nicht direkt zu mir teleportieren. Okay. Bei mir leider jetzt sie noch. Ja, jetzt kannst du erst bleib ich mal da stehen, wo ich bin. Weil sonst wärst du direkt in so einem Wirbelwind rein teleportiert. Jetzt kannst du zu mir teleportieren. Ja. So, das war Level 1. Einmal Brunnenreflexion bitte für dich. Soll man das Event hier machen? Ja. Oh, da darf ich wieder weit hinten stehen. Das Gute ist, hier gibt es viele Ratten, was den Killcounter schnell hochtreibt. Mhm. Im Namen des Lichts seid verdammt. 36, 40, 42. Oh, hier geht's nicht weiter. 51, das ist doch schon mal nicht schlecht. Mhm. Ich mag halt auch gerade den Hammerwurf, weil damit kann man halt den Kill-Counter viel besser hochhalten als wirklich Nahkampfwaffen. Finde ich zum Beispiel immer beim Barbaren etwas schwierig. Achso. Ja, weil halt, du musst dann halt immer zu den. Wenn du halt nicht rechtzeitig irgendwelche Gegner hast, vorsichtig, der teleportet. Kommt was bei dir hin? Ja. Ja, Freunde. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Die Karte denkt dich auch gleich.
Überall, wo ich hinklicke, muss ich auch angreifen. Dies wird ein guter Kampf. Ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, glaube ich, beim Dämonenjäger mit Alt-Klick. Dann läufst du nur. Ah! Ja, ich... Ja. Schon wieder tot? Mit einem Haken, ja. Nicht genug Zorn. Nur ihr könnt diese Monstrosität bezwingen. Okay, wir gehen ins Startgebiet. Naja, wie du willst. Wir gehen ins Startgebiet. Das Gebiet ist dann doch einfach nur wegen den Fähigkeiten ein klein bisschen zu hart. Ja, manche Viecher sind Popos, sag ich mal. Während du dir einen neuen Charakter anlegst, gehe ich mal ganz kurz mir mal trinken holen. Jo. Bis gleich, meine lieben Seelen, da im Chat und im Stream. Ich komme gleich wieder. Währenddessen kann ich einen Witz erzählen. Ein Verbündeter schließt sich dem Kreuzzug an. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Was denn wohl? Damit hat er nicht gerechnet. Was denkt ihr über unser Unterfangen? Sehr gefährlich. Oder was ist ein Keks unter einem schattigen Baum? Ein schattiges Plätzchen. So, und da bin ich wieder. Was verpasst? Schon wieder gestorben? Ach, nichts. Nö. Perfekt. Ich bin gerade in der Stadt noch. Ah ja, ich sehe dich. Ah ne, das ist die Zauberin. Jetzt ist die Zauberin weg. So. Leckeres, kaltes Monster Energy The Doctor. Einer der wenigen Energy Drinks, die ich mag. Weil der eigentlich eher wie eine Fanta oder so schmeckt. So, wo bist du? Du müsstest gleich auftauchen. Tschüss, Gugla, Skyrim. Mach's gut, Gulga. Gugla, Skyrim. Was essen Piraten am liebsten? Neue Waren, die dich vielleicht interessieren können. Skorbut. Skorbut? Keine Ahnung. Okay, fangen wir mal mit dem... Was ist das erste Gebiet, was auf den Weg kommt? Friedhof der Verlassenen. Was? Skelettkönig ist bei Dings das erste. Oh ja, Friedhof der Verlassenen. Skelettkönig? Wo ist der das Skelettkönig? Königliche Krypta. Das ist königlichen Krypten. Das wäre das letzte, glaube ich. Ja. Oder das erste? Gehen wir königliche Krypten. Ja. Ah, Karapan. Ja, der ist gut. Ah, was war ich? Nicht supporten. Na, wenn du weg warst, habe ich ein ganz zwei witziges erzählt. Sowieso im Chat. Was denn für welche? Weil zum Beispiel, was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Keine Ahnung. Damit hat er nicht gerechnet. Ha, ha, ha. Ja, genauso wie hallo Freunde. Nein, du bist nicht nur Freund geweckt. Alle Partner sich dir hier. Ich glaube, du wollen was. Bleib hier. So, hab euch. Kommst du gegen die Skelette an? Lebst du noch? No. Ich frage nur so sicherheitshalber. Noch. Ich lebe. So, ich habe versucht, die Heil.
Vorsicht, der wirft. Oh! Also, schnell. Na! Ah! Verdammt! Hast du einen Q? Ja, das war gerade so extrem scheiße, weil ich direkt auf dem blöden Stein stand. Und dann, damit kannst du nichts anderes treffen, ja. Da ist auch noch mal einer. So, geschafft. Da oben ist so ein Beschwörer. Ja, unter anderem. Und da habe ich noch. Oh, da ist. Witz. Ich hab. Warte mal ganz kurz. Die ist zwar Level 13, aber. Nee, das dauert noch ein bisschen, bis du die tragen kannst. Ja, wenn überhaupt. Die wirst du jetzt tragen. Gut. Ziemlich auf Stufe 13 zu bringen. Ich hab bei den Weight Watchers angerufen. Keiner hat abgenommen. Der ist auch nicht schlecht. Ja. So, immerhin Stufe 3. Da bist du fast so weit wie dein letzter Charakter. Ja. Mal schauen, wie weit ich es noch bringe. Loderick wird halt schwierig, wenn der dich anspringt. Ah, da ist ein Goblin. Und Freunde. Ja, was wollte ich vorhin sagen? Ja. Und danach so einen genialen Joke wie: Was ist ein Keks unter einem Baum? Keine Ahnung. Ein schattiges Plätzchen. Akarat gewährt mir seine Kunst. Das einzige Gute ist, dass du noch nicht so viel investiert hast in die Schmiede.